schickt der Pilot über den entsprechenden Brandherd das Wasser dann wieder aus. Ja, im weiteren Teil des Bildes sehen wir ganz hinten eine Beaver. Ja, in Kanada eigentlich das Zubringerflugzeug für viele Menschen, die also in der Wildnis leben, wo also wenig Straßen sind. Da landet man also auf den Seen oder Flüssen. Das ist so ein richtiges Arbeitstier, dieses Flugzeug. Hier als Modell, ebenfalls mit einem Elektromotor und einer Dreiblattluftschraube versehen, damit der Propeller nicht so dicht zum Wasser hinkommt. Ja, im Vordergrund sehen wir hier unten ein manntragendes Segelflugzeug vom Schweriner Fliegerclub Pinno e.V. und Seebienen, die hier auf dem weißen Transparent zu erkennen sind. Diese Seebienen haben eine eigenartige Geschichte. Die wurden bereits 1946 als manntragendes Flugzeug gebaut und fliegen auch heute noch in verschiedenen Regionen der Welt. Und die Modellbauer, die haben also hier diese Seebiene dann mitgebracht. Sie besteht aus Schaumstoff, wird ebenfalls mit einem Elektromotor angetrieben und fliegt erstaunlich sicher. Wenn wir dann mal weiter schwenken, sehen wir ein Modell, das ja fast durchsichtig ist. Dieses Modell ist vorwiegend aus Balsaholz und Kiefernleisten aufgebaut. Damit es leicht ist, muss man also versuchen, viel Material zu sparen und macht das dann alles in dieser filigranen Bauweise. Trotzdem ist dieses Flugzeug stabil und kann auch einiges in Belastung vertragen. Man muss also nicht Angst haben, dass das in der Luft auseinanderbricht. Das ist immer so ein weit verbreiteter Irrtum. Bespannt sind diese Flugzeuge mit einer speziellen Folie, die auf der einen Seite einen Kleber trägt. Und diese Folie kann man dann auf dieses Gerüst, auf dieses Leistengerüst regelrecht aufbügeln. Im weiteren Teil sehen wir dort einen Aufsteller des Schweriner Fliegerclubs, der sich hier präsentiert. Segelfliegen ist ja eins der schönsten Hobbys. Und dank der ehrenamtlichen Tätigkeit vieler Segelflieger und Segelfluglehrer werden oder lernen dann viele Jugendliche auch das Segelfliegen. Unser jüngster Segelflieger, der Max, der ist gerade 14 Jahre alt und darf schon alleine ein Flugzeug fliegen. Ne, also, wie sagt man so schön? Er darf noch nicht Moped fahren, aber mit dem Flugzeug, das darf er schon, ne? Da fliegt er dann schon. Nun, wer dafür Interesse hat, muss sich dann mal am Segelflugplatz blicken lassen. Und im weiteren Verlauf sehen wir dort zwei Wasserflugzeuge. Eins ist ebenfalls komplett aus Schaumstoff gebaut. Dieser Schaumstoff, das ist kein Verpackungsmaterial, das muss man ganz deutlich sagen, sondern es ist ein zäh-elastischer Schaumstoff, der auch in den Stoßstangen von PKWs verwendet wird und eine ganze Menge an Kräften aufnehmen kann. Und damit sind diese Materialien A sehr leicht, B sehr strapazierfähig und C auch günstig herzustellen. Und es hat sich in den letzten 5 Jahren eine regelrechte Szene mit diesen Leichtschaumflugmodellen in Deutschland entwickelt, die immer weiter zunimmt.
haben sie. Danke. Ja? Den wollte ich haben eben. Ist gut. Hauptsache, wir kriegen keinen auf den Kopf. Nee. Hoffentlich nicht. Ich bin schon wieder abgestürzt.